Bevor das Video anfängt, nochmal ganz, ganz kurz. Und zwar, Leute, Said hat mal wieder eine Fan-Animation zu Dragon Ball rausgehauen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal da vorbeischauen würdet und einen netten Kommentar da lassen würdet. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Video. Und zwar... Dragon Ball Super! Yo, Leute, ich hoffe hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Und zwar, ich möchte nicht aussprechen, aber es ist so, Leute. Dragon Ball Super neigt sich einem Ende zu, jedenfalls fürs Erste. Wie es darüber hinaus weitergeht mit den Filmen, mit der Serie und mit der Geschichte, können wir aktuell noch nicht geradlinig sagen. Aber Dragon Ball Super als Anime-Serie endet erstmal, ja. Und die Sache ist die, das Ende ist ein Ende, was sehr, sehr Spezielles. Weil wir sind aktuell immer noch im Turnier der Kraft drinne, im Finale. Es gab in der letzten Folge, in der Folge 130, sehr, sehr viele Überraschungen. Und jetzt wird der letzte Kampf ausgefochten. Wir haben den Wunsch der Super Dragon Balls und wir haben sehr, sehr viel. Was in der Folge 131 passieren sollte. Deswegen stellt sich die Frage, okay, wie sieht dieses Ende eigentlich aus? Und zu diesem Anlass wollte ich einfach mal ein folgendes Video machen, indem ich die Enden von Dragon Ball nehme und die Enden damit vergleiche, was eventuell in der letzten Folge von Dragon Ball Super passieren könnte, denn Dragon Ball hatte viele Abschnitte, wo die Story hätte enden können und ich finde gerade diese Abschnitte haben sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit dem, was potenziell gesehen in der Folge 131 passieren könnte und deswegen ist das Ganze ja nicht ein sehr, sehr spontaner Talk zu dem, was passieren könnte und was bereits passiert ist und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen an mit Dragon Ball Classic, die guten alten Zeiten an dieser Stelle und ja, Dragon Ball Classic ist damit geendet, dass Goku seinen Todfeind Piccolo besiegt hat und das Turnier gewonnen hat. Mit diesem Verlauf schaffte es Son Goku am Ende von Dragon Ball der Stärkste auf der ganzen Erde zu werden und Piccolo begann dann auch sich durch diesen Kampf zu wandeln und dann langsam gut zu werden. Kami wollte damals Piccolo umbringen, doch Goku verhinderte es. Kami machte sich Vorwürfe darüber, dass Piccolo wegen ihm entstanden ist, doch Muten Roshi wies darauf hin, dass nur durch Kami die Dragon Balls erschaffen worden sind und deswegen er so indirekt die Welt gerettet hat, weil ohne die Dragon Balls hätten sich Goku und Co. nicht kennengelernt und ohne die Dragon Balls hätte Goku nicht solche starken Schritte gemacht in Sachen Stärke und deswegen haben wir es hier, dass wir nochmal so eine Message haben zu den Dragon Balls und Goku bekam auch das Angebot der Stelle des neuen Gott, Kami wollte, dass Son Goku der neue Gott wird, doch das lehnt er ab und dann war es halt Goku typisch, dass er einfach abgehauen ist mit Chi-Chi auf Jin-Do-Jun und alle gehen ihre Wege. Man hätte hier das Ende setzen können, natürlich ging es danach weiter, aber es wäre hier auf jeden Fall ein potenzielles Ende für Dragon Ball als Serie gewesen. So. Kommen wir mal jetzt auf den Bezug zu Dragon Ball Super, weil ich werde immer so das Ende ansprechen einer Stelle von Dragon Ball und mich dann auf Dragon Ball Super beziehen. Und zwar haben wir es hier, dass die Position von Kami sehr interessant ist. Und zwar mit dem Ende von Dragon Ball könnte Goku im Prinzip auch eine Stelle angeboten bekommen als zum Beispiel Gott der Zerstörung oder Engel oder sogar irgendeine extra Position, die er vom Daishinkan angeboten bekommen könnte. Eventuell kommt es sogar dazu, dass er in die Lehre geht von ihm. Aber das Ding ist hier, dass Son Goku noch nicht stärker ist als Whis, also könnte er ihn noch ein bisschen beibringen. Wobei man hier sagen muss, dass Whis Goku und Vegeta beibringen wollte, den Megatenno-Gokui zu erreichen und eigentlich kann er nicht mehr viel den beiden beibringen, deswegen wäre das auf jeden Fall hier die Sache, aber ich denke, da die ganze Zeit viel zu knapp ist, wäre das sowieso keine Option, aber ich fände es interessant, wenn man einen Satz droppen würde, dass Son Goku eventuell der neue Gott der Zerstörung von Universum 7 werden könnte und dann könnte man halt einen kleinen Joke verpacken, dass Goku halt ablehnt oder so, sowas in der Tat fände ich ganz interessant, wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Was aber interessant ist, ist der Wandel von Piccolo und zwar ist es so, dass Piccolo quasi das pure Böse gewesen ist, beziehungsweise Piccolo Junior eigentlich nicht so sehr, aber von der Grundvoraussetzung her schon, Jiren war eigentlich nicht der Böse, aber im Endeffekt wurde er dann am Ende sehr, sehr böse, sag ich mal. Also von der Darstellung her im Kern ist Jiren, wie gesagt, immer noch eine gute Persönlichkeit. Auf jeden Fall ist es hier sehr, sehr gut vergleichbar, dass sowohl Piccolo als auch Jiren am Ende von der Serie, also von Dragon Ball und von Dragon Ball Super, einen charakterlichen Wandel durch Son Goku erlebt haben. Auch im Prinzip so ein bisschen durch die Gnade von Son Goku, aber das ist jetzt nicht so relevant für das ganze Thema. Gehen wir weiter und zwar, wir gehen auf die Dragon Ball Z Freezer Saga ein und zwar ist es ebenfalls ein Punkt der Story, wo das Ganze hätte enden können, weil es einfach so war, dass Son Goku Freezer besiegt hat, die Saiyajins gerecht hat im übertragenen Sinn und da hätte man auch ein Ende setzen können. Auf jeden Fall, Son Goku bestätigt dort die Legende des Super Saiyajin, was Vegeta die ganze Zeit angepriesen hatte und man hat hier gesehen, dass Son Goku quasi das ultimative Level eines Kämpfers gezeigt hat für die damaligen Verhältnisse. Er besiegte Freezer und hatte sogar nochmal Gnade mit ihm, aber im Endeffekt hat er ihn dann auch alle gemacht. So, alle Trümpfe wurden dort im Vorfeld gezogen in dem Kampf. Die Genki-Dama und die Kaioken wurden gegen Freezer gezogen, um irgendwie gegen ihn zu gewinnen. Aber die brachten nichts. Das war auch ein Moment, oder der Kampf vor dem Super Saiyan Son Goku war ein Kampf, wo die Z-Fighter gegen jemanden gekämpft haben, nämlich Freezer, der unglaublich stark war und viel zu stark war. Die konnten ihn nicht besiegen. Er war einfach überwältigend und nach dem Super Saiyan hat sich das geändert. Genauso wie es aktuell mit dem Megatenno-Gokui bei Son Goku ist. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall ist Son Goku gerade so entkommen und auch am Ende von dieser Saga quasi gab es nochmal einen Wunsch mit den Dragon Balls, um alles wieder gut zu machen, um alles wiederherzustellen. Kommen wir jetzt auf Dragon Ball Super zu sprechen. Und zwar habe ich eben angedeutet, dass der Megatenno-Gokui sehr, sehr stark mit dem Super Saiyan vergleichbar ist. Und zwar ist es halt so, dass der Super Saiyan
damals das ultimative Level gewesen ist. Und der Megatenogekui, also der Ultra Instinct, ist aktuell das stärkste Level, was es gibt. Deswegen kann man hier sehen, dass man beide Punkte hätte enden können mit der perfekten Form quasi. Auch wenn Goku die aktuell nicht wirklich beherrscht oder komplett beherrscht. Man kann aber auch hier sagen, dass der Super Saiyan auch nicht komplett beherrscht worden ist, weil sich der perfekte Full Power Super Saiyan gewesen ist. Ist aber auch hier erstmal nicht so wichtig. Denn das Wichtige ist hier erstmal, wir haben alle Trümpfe gezogen, auch gegen Jiren, und zwar die Kaioken und die Genki-Dama wurden eingesetzt. Das war sowieso eine sehr, sehr starke Referenz an damals. Und was viel wichtiger ist, wir hatten damals die Legende des Super Saiyan von Vegeta und jetzt hatten wir die Prophezeiung vom Orakelfisch, dass Goku und Vegeta Rivalen werden, aber auch Beerus Traum. Und zwar haben wir gesehen, dass Beerus in diesem Planeten oder der Zerstörung von dem Planeten den Super Saiyan Gott gesehen hat. Und jetzt am Ende von Dragon Ball Super sehen wir, dass dieser Krieger, der Beerus eine Challenge sein könnte, geboren worden ist. Deswegen haben wir hier den Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und damals war es ja auch quasi der Traum von Vegeta, des legendären Super Saiyan, der dann wahr geworden ist. Am Ende könnte es auch eine Wiederherstellung geben in Dragon Ball Super, weil die anderen Universen alle zurückkommen. Wenn Goku gewinnt, ist es sehr, sehr naheliegend, dass alle wiedergeholt werden. Wir haben dann allgemein nochmal die Namek-Saga. Und zwar die Namek-Saga war ja ein Ereignis von Dragon Ball, wo es darum ging, dass alle die Dragon Balls gejagt haben. Allgemein war Namek ja ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Vegeta, Krillin und Gohan und Freezer, weil die alle ihren Wunsch haben wollten. Und deswegen haben wir hier nochmal diesen Kontrast zu Dragon Ball Super, dass jeder Kämpfer auch quasi seinen Wunsch hat mit den Super Dragon Balls. Deswegen kann man das auch nochmal hier ein bisschen in Relation sehen. Und was auch wichtig ist, Vegeta hat damals alles Son Goku anvertraut. Er hat ihnen anvertraut, die Saiyajins quasi zu rächen und dass er derjenige ist, der Freezer besiegen wird. Und auch in Dragon Ball Super war es so, dass Vegeta ihnen seine Wünsche und seinen Stolz gegeben hat, damit er gewinnt. Und es ging halt nur darum, dass ein Saiyajin diesen Kampf gewinnt. Bei Freezer als auch jetzt aktuell gegen Jiren. Bei der Cyborg Saga war das Thema Fackel weitergeben sehr, sehr stark vorhanden, und zwar die neue Generation war hier ein großes Thema, sowohl durch Trunks, der aufgetaucht ist, aber vielmehr durch Gohan, der zum stärksten Kämpfer gemacht worden ist und dem Son Goku alles anvertraut hat. Wir sehen dann noch darüber hinaus, dass Son Goku sehr viel Verantwortung übernommen hat für seine Taten, denn Cell und die Cyborgs sind ja aufgetaucht, weil Goku damals die Red Ribbon Army zerstört hat, deswegen sind es Nachfolgen von damals gewesen, also hat man das auch nochmal hier sehr stark verknüpft, und ich finde, in diesem Arc hat man einen Son Goku, der sehr, sehr erwachsen wirkt, das sollte man hier auf jeden Fall nicht vergessen. Darüber hinaus ist Son Goku auch weggegangen, weil er seine Leute beschützen wollte, weil er wusste, dass nur durch ihn die ganzen starken Gegner aufgetaucht sind. So, in Bezug auf Dragon Ball Super könnte man vielleicht ein bisschen sagen, dass Kalifla und Kale so ein bisschen in der Schützlingrolle waren von Goku, der sie ein bisschen trainiert hat, aber das ist nicht so der Hauptpunkt, den ich hier ansprechen möchte. Und zwar, wir haben hier die Thematik mit Uub, die noch wichtig werden könnte am Ende von Dragon Ball Super, aber es sieht nicht danach aus, dass wir diesen Punkt erreichen werden, deswegen nehmen wir das erstmal komplett raus, und es ist auch ein Thema gewesen, was eigentlich damals original von Dragon Ball Z kam oder vom Original-Run von Dragon Ball, also von dem Manga. Son Goku nimmt Verantwortung, könnte man so sehen, und zwar wissen wir, dass das Turnier der Kraft wegen Son Goku entstanden ist, und deswegen könnte er Verantwortung so übernehmen, indem er alle Universen wiederherstellt, wie ich eben auch schon angesprochen habe. Hier muss man aber auch sagen, dass Son Goku quasi ihnen die Chance gegeben hat, um zu überleben, deswegen ist es nicht seine Schuld, dass alle zerstört worden sind, aber trotzdem passt das Ganze ganz gut, weil damals musste Son Goku die Red Ribbon Army auch zerstören, das war einfach in seiner Pflicht, weil diese zu einer zu großen Bedrohung geworden ist, deswegen bei beiden Sachen, bei der Cyborg Saga und aktuell beim Turnier der Kraft, hatte Goku nicht die Chance, aber Son Goku übernimmt trotzdem Verantwortung dafür. Man könnte sagen, dass Son Goku weggeht, indem man diese Daishinkan-Thematik einführt, dass Son Goku quasi die Erde verlässt oder Universum 7 verlässt, um bei ihm zu trainieren oder so. Könnte man sagen, das Ende von Z hat ja auch ein paar Andeutungen mit Vegeta, aber aktuell würde ich jetzt in diese Thematik nicht zu tief reingeraten. Damit kommen wir auch zum Ende von Dragon Ball Z. Da gibt es wieder diese Fackel-Thematik mit Uub, aber das ziehen wir, wie gesagt, raus, weil ich habe das ja eben schon mehr oder weniger erklärt. Hier ging er wirklich weg diesmal, deswegen haben wir hier nochmal Anzeichen darauf, dass es vielleicht ähnlich sein könnte. Und der Hauptpunkt hier ist, dass er damals der stärkste des Universums geworden ist im letzten Kampf. Klar war es so, dass er Buu nicht durch eigene Kraft besiegt hat. Trotzdem, durch Vegetas Erkenntnis haben wir gesehen, dass Son Goku der ultimative Kämpfer ist. Und auch hier haben wir, dass die Kräfte von allen gebündelt worden sind, damit sie halt Buu zerstören können und damit sie halt in Frieden weiterleben können. Also haben wir hier auch mal wieder diese Vertrauensthematik. Und Buu wurde auch verschont. Das gleiche hatten wir bei Vegeta oder auch von Piccolo. Das ist so diese Art von Gegner, die verschont wird. Wir haben auch Gegner wie Cell oder auch Zamasu, die zerstört werden, weil bei denen gibt es einfach keine Hoffnung, dass sie sich bessern können oder ähnliches. Deswegen haben wir hier solche typischen Arten von Dragon Ball Gegner. Bezogen auf Dragon Ball Super ist das eigentlich, dass Son Goku damals der stärkste des Universums geworden ist und jetzt ist er der stärkste der Universen geworden, jedenfalls von den Lebewesen, weil das Turnier war ja der ultimative Showdown von allen Lebewesen, wer wohl der stärkste ist. Klar kann man hier sagen, die vier Universen haben nicht mitgemacht, deswegen haben wir nochmal diese Thematik, aber das Ding ist auch, dass alle sehr überrascht waren über die Stärke von Jiren, auch die vier Universen, die nicht mitmachen, deswegen kann man hier schon sagen, dass das Turnier der Kraft der Showdown ist von den stärksten Lebewesen. Deswegen am Ende von Dragon Ball Super, wenn Goku gewinnt, ist er quasi der stärkste von allen Universen, obwohl er schon gewonnen ist,
weil er hat den Kampf mit Jiren ja im Prinzip gewonnen, auch wenn das Turnier noch nicht entschieden ist. Kommen wir nochmal auf Dragon Ball GT zu sprechen, auch wenn das natürlich nicht zu der normalen Timeline von Dragon Ball gehört, ist es trotzdem wichtig. Und zwar, Dragon Ball GT hatte nochmal sehr, sehr starke Konsequenzen der Dragon Balls, weil natürlich die Shadow Dragons aufgetaucht sind. Wir hatten Son Goku, der am Ende weggegangen ist, um zu zahlen quasi, also so eine Art. Und es war sehr, sehr mysteriös. Es war wirklich sehr mysteriös, was am Ende passiert ist. Und es war auch das Ende für eine längere Zeit von Dragon Ball als Geschichte. So, bezogen auf Dragon Ball Super kann man hier sagen, dass man halt die Konsequenzen hat, die noch kommen könnten. Und zwar, damals war es so, dass Son Goku Freezer wieder geholt hat. Und am Ende des Kampfes hat Freezer gesagt, es ist noch nicht vorbei. Und Goku meint auch, wenn er irgendwann mal wieder ein Lebewesen angreifen sollte, was unschuldig ist, wird er ihm das nicht verzeihen. Deswegen, diese Spannung zwischen denen ist noch da. Und wenn Freezer am Ende den Wunsch bekommen sollte, haben wir hier nochmal, dass wir die Konsequenzen haben, die durch Gokus Taten ausgelöst worden sind. Deswegen, die Thematik ist noch offen. Ob es wirklich dazu kommen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Weil das Ding ist, es ist so, die Spannung, ob es vielleicht mysteriös enden könnte, weil bei GT war es, wie gesagt, sehr, sehr mysteriös. Und bei Dragon Ball Super sich ein Ende vorzustellen, wie Freezer da steht, den Wunsch bekommt, dann seinen Wunsch ausspricht und dann Dragon Ball Super endet, das wäre schon wirklich ein richtig krasser Banger. Und denkt mal an die Folge 110, wie sie geendet ist. Wir hatten den Kampf Goku gegen Jiren und dann hatten wir Freezer, der auf einmal vor Goku auftaucht. Und hier war es so, dass wir quasi kein richtiges Ende hatten von der Folge oder kein klassisches Ende hatten, denn es gab keinen Erzähler, Freezer hat seinen letzten Satz gesprochen, dann gab es so einen kleinen Sound und dann war die Folge beendet. Also sehr, sehr mysteriös. Und sowas in der Art könnte ich mir auch für die Folge 131 vorstellen. Man hat darüber hinaus noch Sarama, der eventuell einen Satz sprechen könnte. Also irgendwie sowas von, ach so, deswegen haben sie meine Dragon Balls benutzt. Oder irgendwie sowas in der Art. Das wäre so ein Moment von so einem Höhergestellten. Deswegen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Man hätte Yamoshi, den man noch einbringen könnte und perfekt einen Aufbau für den Dragon Ball Film liefern könnte, falls er Part von dem Film sein wird. Oder der Daishin kann, falls er noch etwas sagt. Also haben wir hier nochmal drei Leute, die für ein mysteriöses Ende von Dragon Ball Super sorgen könnten. Und man hat hier nochmal die Goku Junior Thematik. Aber ich nehme das erstmal raus, weil, dass man jetzt auf die nächste Generation eingeht, wird wahrscheinlich bei Dragon Ball Super nicht passieren. Also, Dragon Ball Super hat kein Ende mit einem Abendessen, wo alle chillen oder so. Wir sind noch aktuell wirklich im Geschehen und es muss noch sehr, sehr viel in diesen kleinen 20 Minuten passieren. Der Wunsch ist immer noch mysteriös und der Wunsch mit den Super Dragon Balls ist ja das, was Dragon Ball Super momentan so verdammt spannend macht, weil man sich nicht ganz genau vorstellen kann, was passiert denn wirklich am Ende. Und dieser Wunsch mit den Super Dragon Balls wird Dragon Ball wahrscheinlich über die nächsten Jahre definieren. Deswegen haben wir hier nochmal eine ganz, ganz große Big Bang Thematik. Wir Fans sollen auch noch etwas erwarten. Wenn die Folge zu Ende geht, soll noch etwas kommen. Wir wissen nicht, was genau kommt. Es kommt natürlich keine Preview, weil es die letzte Folge ist. Deswegen ist hier die Frage, was kommt? Ein Teaser zum Film, ein Trailer zum Film, noch eine Information oder was ganz, ganz anderes. Irgendwas Spannendes wartet auf jeden Fall auf uns. Das wurde uns bereits gesagt. Deswegen sind wir schon mal hier, dass diese mysteriöse Thematik von einem Ende sehr, sehr naheliegend ist. Ja, Dragon Ball wird auf jeden Fall in eine neue Art von Richtung gehen und ich bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was erwartet ihr euch vom Ende von Dragon Ball Super und was denkt ihr, welche Parallelen könnte man ziehen von alten Enden von Dragon Ball und was jetzt passieren könnte in Dragon Ball Super, würde mich da auf jeden Fall sehr, sehr stark interessieren. Ich bin immer draus, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr stark auf einen Daumen nach oben auf diesem Video freuen und einen offenen Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Und das Problem momentan auf YouTube ist auch, dass die Abo-Box sehr, sehr stark spinnt. Manchmal kommen Videos verspätet in die Abo-Box oder auch sogar gar nicht in die Abo-Box. Deswegen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, macht auf jeden Fall auch die Glocke an, weil die Glocke ist, wie gesagt, ja, so eine Versicherung dafür, dass ihr das Video wirklich sehen werdet. YouTube spinnt, man kann leider nichts machen. Als Content Creator ist es momentan sehr, sehr ärgerlich, wenn man halt sehr, sehr viel Arbeit in ein Video steckt und dann das Ganze nicht in die Abo-Box kommt. Deswegen hier nochmal ein kleiner Appell von mir zum Ende. Wie gesagt, ich bin draußen, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein.